Ja, was geht, Boys? Der Cashless hier zum nächsten Part von Bioshock Infinite. So, ich bin nochmal ein bisschen zurückgegangen und hab geguckt, was hier in diesem Loch ist. Und wir haben einmal einen Schlüssel gefunden und einen Tresor, den wir jetzt öffnen werden. In das Spiel. Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Oh, nice. Ist das geknackt? So, wir haben wieder langsam wieder ein bisschen gut Money. Eine Chiffre. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich will sie haben. Es macht so Spaß, die optionalen Dinge hier zu erledigen im Bioshock Infinite. Das hast du halt nicht in jedem linearen Game, ne? Das ist so ein paar optionale Dinge zu tun, hast du dir Founders Will Bleed. Viel wichtiger ist, wie finde ich die Chiffre? Moment mal. Das ist der Hauptweg. Den Weg, den ich im letzten Part genommen habe, ist der überhaupt. Ich habe das Gefühl, wir müssen so oder so dahin. Ich verstehe. Ich gehe jetzt trotzdem dahin, wo wir letztens aufgehört haben, weil. Wo könnte das Schrifri-Ding sein? Weil das sieht mir sehr nach dem nächsten Weg aus, dem wir nach Comstocks Haus gehen müssen. Die Frage ist, waren wir nicht schon mal? Ich glaube, wir waren wir schon mal, nur diesmal sind wir in einer anderen Welt. Und das ändert natürlich alles. Sieh einer an. Ja, hier waren wir schon im letzten Part, aber ich will wissen, ob es hier eine Schrifri gibt. Meistens sind Bemalungen da an der Wand, wenn es eine Schrifri gibt. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Was haben wir hier? Nichts. So. Ja, hier müssen wir definitiv später hin, glaube ich. Aber ich erkunde trotzdem hier alles. Einmal muss ich kurz auf die Zeit gucken. 1, 2, 3, okay, so viel. Oh. Alles klar, alles klar. Kommen wir hier rein? Alles am Brennen. Ah, es fühlt trotzdem. Ah, es ist einfach nur. Heilige. Da ist ein Patriot. Gewehr weitaus besser. Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift, Alter. Okay, die ist anscheinend komplett durch und fickt weiter in diesem Chaos. Dankeschön. War's das? Anscheinend. So, der Patriot wurde getilgt. So viel zu erkunden, Mann. Ich liebe es. Sieht einfach aus. Wo ist die Chiffre? Die will ich als erstes haben. Fertig. Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang des Spiels. Beim Schießen haben leere Clips eine 50% Chance auf automatisches Füllen, ohne nachzuladen. Hm.
Einmal bitte weiter hier. Ich glaube, hier waren wir schon am Anfang des Spiels, war. Das Labor der Lutesses. Alles verlassen. Alter Falter. So, wir gucken noch hier nach. Hör mir einfach ganz genau zu. Ah, die ist schon tot. Guck euch das an. Weil die so ein Fehler in der Matrix ist. Die zittert so. Was fragst du dich, Elisabeth? Erhöht die effektive Reichweite, erlaubt es dir, auf dich gefeuerte Munition zu absorbieren und einzusammeln. Wow. Erhöht die Schilddauer. Drücken und verringert Salzkosten halten. Fügt Explosionsschaden zu. Also ich kann jetzt nicht nur Feuerschaden, sondern auch Explosionsschaden zufügen. Boah, ganz im Ernst, das hört sich einfach viel zu geil an. Verlängert die Schwebezeit. Oh. Ich mag die Raben auch sehr. Erhöht die Dauer von Betäubungen. Ja, ganz im Ernst. Feuerschaden plus Explosionsschaden plus Schild aufladen. Das ist einfach nur zu heftig. Ja, gerne. Ah, Moment mal. Kann ich mir auch die Rabenfähigkeit holen? Kann ich. Erhöht die Dauer von Betäubungen, ja. Killerraben, eine meiner absoluten Lieblingsfähigkeiten überhaupt. Salz habe ich genug, Gesundheit könnte ich auf jeden Fall gut vertragen. Her damit. Alter Junge. Bitte was? Was geht denn? Ich wüsste, was das denn hat. Gibt es neue Updates für Waffen, die ich benutze? Ist die Frage. Schießeisen, Panzerfaust, ja. Erhöht Feuernagel-Explosions... Vielleicht nutze ich wieder den Feuerhagel. Verringert Rückstoß der Burst Gun. Boah, Explosionsradius, das ist schon nice. Erhöht Projektiltempo der Panzerfaust. Erhöht Salvengeschütz Explosionsradius. Oh. Ja, Salvengeschütz. Erhöht den Salvengeschützschaden. Ja. 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 Okay, Feuerhagelschaden. Was sollte ich nehmen? Vergrößert das Salvengeschützmagazin um 100. Boah, Burst Gun. Reserven. Erhöht Feuerhagel-Magazingröße. Von hier kam ich, ne? Ja, ja. Was hmmst du hier so rum, Elisabeth? Hab ich dir das erlaubt? Weißt du schon? Kein Weg. Kann ich hier rein? Hier war ich bereits schon, oh, ja, ja. Ja, 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 ja. Aetonikum. Ich kann nicht hin. Noch nicht, potenziell. Ja, ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang des Spiels, oder? Da, yeah. Ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Wo? Habe ich den gerade schon eingenommen? Jetzt habe ich ihn. Gut, hier waren wir auch schon. Das ist der Hauptweg. So, so, so. Wo seid ihr? Thank you.
gut aufheben. Sollte ich vielleicht das Salvengeschütz und den Feuerhagel benutzen? Boah, das sieht echt heftig aus, wow. Das sieht beautiful aus. Junge, Junge, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so entwickeln wird, das Game war. Das ist schon wirklich nice. Was Papa Cassius will, ist das Schrifrieblatt. Das ist gerade die einzige Sache. Was chillst du hier so rum, Elisabeth? Ohne meine Erlaubnis. Interessant. Mit was? Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Der Mozart von Columbia. Nein, Moment mal. Kann man von hier aus eine Skyline betätigen? Dürfte ich. Ich warte hier unten. Ah, was haben wir denn da Schönes? Da war gerade etwas. Na? Okay. Das gleiche Märchen. Darker Stuff. Yo, das sieht übelst nice aus. Okay. Diese Silber-Igels können an Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hatte Karies. Alter Junge. Übelst nice Atmosphäre, Mann. Sind das Gegner? Ich glaube, ja. Ja, das sind Gegner. Kann ich denn von hinten? Jetzt gibt es gerade so viele Wege. Ich weiß gerade nicht, welcher der... Also im Grunde will ich eigentlich nur die... das Schrifrieblatt finden. Bisschen Medizin, ja, 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 ja. Aus dem Weg, Elisabeth. Von wo kam ich denn? Von dort, ne? Das heißt, wir gehen weiter tiefer. In den Friedhof rein. Da geht's nicht weiter. Wie kann man das öffnen?
Okay, die Gun. Founder Lies. Yikes. Doch wie kann ich das öffnen, das Tor? Medizin, Shotgun. Boah, das ist wirklich ein nicer Ort hier, war. Alter Falte. Wie kann ich das öffnen? Okay. Ich würde gerne wissen, wie ich da hinkomme. Kann ich das vielleicht mit, wo ist die Waterfähigkeit? Ne, kann ich nicht. Gibt es hier keinen Weg? Habe ich irgendwas übersehen? Hier ebenfalls. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Das sieht wunderschön aus, Mann. Das ist genau die Art von Atmosphäre, die ich präferiere. Boah, es sieht absolut beautiful aus. Heilige. Viel zu dunkel. Wir sind da, in Comstocks Haus. Ja, die Frage ist, ich will mich auch umgucken. Ich habe das Gefühl, dass Big Bird kommen könnte und dann kann ich nicht mehr zurückgehen. Vielleicht ist das Schriftfrieblatt auch in Comstocks Haus, wer weiß. Könnte sehr wohl sein, aber... Was hast du gesagt? Hallo. So, kümmert euch da rum. So, ein bisschen Salze. Gibt es hier noch andere Leute? Okay, ich muss den Typen jetzt mal tilgen.
Noch ein Patriot. Ah nein, ein Pyromaner, wie er heißt. Dankeschön. Nichts. Okay. Boah, so viel zu erkunden. Eine Sekunde. Bitteschön. Wenn du einen Gegner von einer Skern tötest, hast du eine 50% Chance kurz zur Unverwundbarkeit. Nö. Oh. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Okay, wir haben noch ein paar Minütchen. Ich muss zu Comstocks Haus, das trifft sich aber gut. Ich glaube, das ist der andere Weg, von dem man kommen kann, oder? Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, den Rabentypen. Komm zu Papa. Ein Scharfschütze. Yikes. Wo ist der Kleine? Da ist der. Ich glaube, es ist der, oder? Ja, es ist der. Yikes! Von wo? Ah, okay. Ich muss nur wissen, von wo genau. Ah, okay. Schon dabei. War's das?
Kriegst du es auf? Sieht kinderleicht aus. Bitte. Was? Meine Güte, dieser Effekt ist und bleibt einfach einer der besten. Hier, gut aufheben. Sobald ihr jemanden, also die meisten zumindest, sobald ihr die normalen Gegner, und davon treffen wir auch ja sehr viele davon, einmal manipuliert habt, killen die sich später selber. Diese Sau, die hört sich schon extrem heftig an. Sieht einfach aus wie Judgment Day. Apokalypse, ne? Fertig. Nur zu, ich komme zurecht. Alter Seemann, lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatros. Mal ansehen. Sieht einfach aus. Geschafft. Ich will nur das Schriftblatt. Mehr nicht. Von wo? Von wo? Ja, die werden sich jetzt gegenseitig oder werden sich jetzt selbst killen. Elisabeth ist einfach nur so, interessant. Was soll das jetzt bedeuten? Da drüben ist ein Lockpick. Wo denn? Yikes. Wo soll der Lockpick denn sein? Ich sehe ihn nicht. Ah. Moment mal, was ist, wenn ich jetzt Wasser hinzufüge? Nichts, okay. Elisabeth? Die versperrt mir gerade den Weg. So viel zu erkunden, das ist ja schon extrem nice. Das einzig Essentielle gerade für mich ist aber immer noch ein Lockpick, nein. Nein, das Schriftblatt. Wer ist es? Ich glaube, hier ist die Skyline, von wo wir kamen, ne? Ja. Das habe ich mir gedacht. Das heißt, es führen zwei Wege hin, was äußerst interessant ist. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Punkt, wo wir eigentlich einen Cut machen können. Dann werde ich jetzt offline, beziehungsweise ohne Rekord, so lange mal hier nach dem Schriftblatt suchen. Und dann sehen wir uns dann voraussichtlich bei dem Schriftblatt oder bei Comstocks Haus. Auf jeden Fall, Leute, gehabt euch wohl, die Cashless. Peace out of this.